Hey, ihr da draußen, seid ihr bereit für den FC St. Gallen gegen den FC Luzern? Das ist immer noch das, was ich gerade live gucke hier. Luzern führt 1-0. Aber ja. Ich denke mal, dass wir besser abschneiden werden. Schauen wir doch mal, was sonst noch so passiert. Hier brauche ich nicht mehr gucken. Da ist noch Florian van der Werf, der 6 Tage krank ist. Das ist okay. So, die Auslastung ist hier auch okay, hier auch. Überall ist die Auslastung okay. 80%, 75%, also genauso wie es sein soll. 80-80. Bald brauche ich überall noch ein paar neue Mitarbeiter, aber im Moment nicht. 3215 Fans, das heißt, das geht alles steil nach oben. Finde ich gut, das finde ich sogar sehr gut. Wir haben 94, 93. Ja, was machen wir da wohl? Ja, ich würde sagen, Dribblings habe ich irgendwie 0. Ne? 0 bei Dribblings. Das ist. Eigentlich ist das schlimm. Das heißt, wir machen hier zweimal Dribbling mit rein, damit Dribbling wieder ein bisschen hochkommt. Eckenstrafraum habe ich auch nichts. Das mache ich dann das nächste Mal, wenn die Ecken in den. Wenn die Ecken nochmal trainiert werden. Bin ein bisschen umgestiegen von den Trainings auf, lass das alles mal die Lara machen. Ja, das scheint geholfen zu haben. So, Jeremy Kimeno kann eine Sache trainieren, nämlich allein gegen den Torwart. Darf er auch. Genauso wie André Ribeiro, der darf auch noch eine Sache trainieren. Tja, die können schon alles. Schwierig. Ja, ist schon schlimm, wenn man ein bisschen erkältet ist. Aber es ist schon viel besser als wie die letzten Tage und die letzte Woche war ziemlich hart. Aber ja, es geht wieder bergauf. So, der FC Luzern. Wir fahren nach Luzern. In Deutschland würde man sagen, wir fahren nach Berlin. Aber ja, es ist ja noch nicht das Pokal-Endspiel. Deswegen 92-94. Wir sind mit 93 das bessere Team. Wir spielen jetzt eine 3-3-1-3 könnte man sagen, aber es ist eine 3-4-3. So musste man das sehen. Wow, mit dieser Formation haben wir schon ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube sogar noch nie. Deswegen spielen wir neutral bis eher vorsichtig defensiv bei kontrollierter Offensive. Alles andere bleibt wie es ist. So, ich habe noch gesehen, dass ich bei den Ecken irgendwas trainieren müsste mal. Aber ja. So, trainingsfrei. Nächste Woche. Wollt ihr das? Wenn ja, schießt ein Tor oder zwei. Und da geht's auch schon los. Der Ballbesitz ist ausgeglichen. Die erste Chance hat noch keiner. Duvan Hung hat die erste Gelbe gekriegt. St. Gallen greift das erste Mal an über Boys. Dann Pizzotto. Martirena, Ribeiro auf Grenier, der auf Camberi, Camberi auf Mata und Mata macht sein erstes Tor für den FC St. Gallen. Das ist schön, das ist wunderbar, genauso soll es sein. Mata sich gut ins Team eingefügt und ich glaube, das geht noch viel besser, oder? Liebe St. Galler Fans. Erstmal schießt Williams vorbei, Fan hätte ihn gehabt. Sehr schön. 70 Minuten rum, immer noch 1-0. Wir wechseln. Luzern greift an. Ich habe übrigens vergessen, gerade Spieler einzustellen, die auf andere Spieler achten. Naja, passiert. Der ging an den Pfosten und weg das Ding. Ein 1-0 würde mir reichen. Aber erstmal noch der Freistoß durch Boris Babic getreten. Einfach mal direkt. Müller hat gedacht, ja, der geht hier vorbei. Passt schon. Florian Camberi jetzt mit dem Freistoß. Auch er schießt vorbei, aber das ist okay, das ist okay. Nochmal Florian Camberi. Für mich einer der Spieler überhaupt beim FC St. Gallen. Und ich wollte ihn mal verkaufen, wisst ihr noch? Das war ganz am Anfang. So, wir gewinnen 1-0. Wir sind auf Platz 2 vorgerutscht, konnten IB überholen. Und der FCZ konnte auch nicht an uns vorbei. Das ist gut, 42 Punkte. Lange ist sie nicht mehr die Saison. Und alles andere kommt ja auch noch. So, Morgan Boys und Julian Serrano sind bei uns in der 11. Woche. Schön. Ken Mata steigt auf Silber 5. Dafür kriegen wir ein paar Managerpunkte und er hat 9,9. Masala Terzi
steigt ab. Raphael Ritschel steigt auf Silber 1, rechtes Mittelfeld. Der kommt bald in die erste Mannschaft, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, es geht im Europapokal gegen den FC Emmen. Ein ausgeglichenes Spiel könnte das werden. Der FC Emmen hat alles verloren, was man so verlieren kann, die letzten drei Spiele. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. K.O.-Runde Europapokal. Und wieder englische Woche. Mann, 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 Mann. So, Lukas Watkowiak, 16 Tage. Da können wir mal sagen, hey, guter Mann. Gute Besserung. So, der trainingsfreie Tag. Ich habe ihn Ihnen zugesagt, also müssen wir das wohl tun. Ja, kurze Pässe, würde ich sagen, machen wir mal raus. Und machen die eher hier rein. Oder wir machen hier nochmal das Dribbling rein. Finde ich angemessener. So, der FC Emmen. Ja, Luzern übrigens hier gerade bei dem Spiel, was ich gucke, das 2:0 gemacht. Ja, Peter Zeidler, dein Ende ist nahe. Ich möchte das nicht verschreien, aber du kannst das eigentlich besser. Gute Besserung. Der St. Gallen nicht in Form, also nicht das, was er letzte Saison war. Da war er ja der Angstgegner vieler. Aber ja. So, der FC Emmen 622 Kilometer weg. Niederländischer Verein. Also auf nach Holland. Die Lara macht wieder alles. Jetzt spielen wir in der üblichen Formation 97-94. Okay. Ich würde sagen, wir kommen wieder ein bisschen mehr über die Außen. So können wir es lassen. Vorsichtig defensiv ist für mich auch okay. Lalalala. So, jetzt können wir die Dribblings auch wieder ein bisschen anmachen. Und dann schauen wir mal. Da habt ihr das gesehen. Es ist einfach, ja, ich habe einfach zweimal geklickt. Schade, aber so ist es. So, Rojas möchte ich gerne auch noch. Über Nuhu. Es gibt 16.000. Trainingsfreien Tage, würde ich sagen, gibt es nicht. Viel mehr machen. Ja, ich kann schon was machen, aber ich will es nicht. So, wir gucken mal, ob das so funktioniert. Der FC Emmen hat gleich mal einen Freistoß. Schießt einfach mal direkt an den Pfosten. Wenn er nochmal kommt, dann sollten wir uns was überlegen. Miguel Arroyo mit der Arroyo. Freistoß Glenn Bitchell. Ist Chen aber da. Das heißt, wir gehen auf vorsichtig offensiv. Wir lassen das nicht mit uns tun, lieber FC Emmen. Oh, der kommt hoch, der kommt hoch. Ja, da konnte Chen nichts tun. Wir gehen auf offensiv. 1:0 ist ja eigentlich noch gar nichts. Ja, wir werden, so wie es aussieht, scheiden wir jetzt im Europapokal aus. Kann das sein? Wollen wir das? Eigentlich wollen wir das nicht. Die Frage ist, was können wir tun? Schwierig, das ist so schwierig. Du kannst jetzt auf sehr offensiv gehen. Ja, es geht halt um was, ne? Es geht um was. Heute brauche ich ganze Kerle, das brauche ich wirklich. Wird zwar ein paar gelbe Karten geben, aber kannst nichts machen, ist so. So, Grenier, Pizzuto, Camberi, Moose und dann ist das Ding drin. Knapp übers Tor, meine ich, also nicht drin, drin in seinen Händen. Ach ja, Emmen an den Pfosten, weg das Ding. Und da ist der Konter, St. Gallen kontert. Werden wir hier noch was reißen oder ja nicht? Grenier
Cambieri, Babic, nein, so nicht. Nochmal St. Gallen. Pizzuto, Babic in die Mitte auf Cambieri. Cambieri, was machst du da? Ich glaube, das Spiel will gar nicht, dass wir den Europapokal gewinnen. Jedenfalls noch nicht in dieser Saison. So, Jackson Muleka steht im Abseits. Ja, das wird es wohl gewesen sein. Da verlieren wir halt mal gegen den FC Emmen. Einmal greifen wir noch an. Mata, Maldonado, Babic, Cambieri. Ein Tor wäre doch noch schön hier. Tja, war wohl nix. Milos Vulic. Vorbei. Das war's. 2:0 verloren gegen den FC Emmen. Können wir das zu Hause noch umdrehen? Ich weiß es nicht. Die letzten 32. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Jetzt geht erstmal hartes Spiel gegen IB. Der 26. Spieltag, direkter Konkurrent. Es wird schwer, es wird schwer. Die gute Lara stellt auf. Ihr macht das sogar gut. 96 zu 106. Jetzt auf alle Fälle wieder vorsichtig defensiv. Alles das ist gut. Kontrolliert offensiv passt für mich auch wieder. Tja. Nochmal 10.000. Komm, da können wir auch 16.000 geben. Das ist ein wichtiges Spiel heute. Ja, die Eltern werden stolz auf uns sein. Das werden sie wirklich. Und da greifen wir schon mal an. Grenier auf Rios. Rios nach vorne auf Cambieri. Der macht das Ding. 10. Tor. Schön. Musanuhu tritt den Freistoß. In die Mitte auf Serrano. Der zurück auf Boys. Boys auf Babic. Und Babic knapp daneben. Musanuhu nochmal mit dem Freistoß. Kommt hoch nach vorne in den Strafraum auf Serrano. Der sieht Cambieri und Cambieri erwischt mich richtig drüber. Gelbe Karte für Martirena. Garcia klärt souverän und es gibt den Konter für IB. Zum Glück hat er den linken Fuß, genauso wie Cambieri momentan. Musanuhu mit der Ecke. Ball kommt auf Boys. Ganz knapp von Balmos. Hätte den nicht kommen sehen, im kurzen Eck. Aber ja. Nochmal St. Gallen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Cambieri, Babic. Schade. Naja, es sind noch 15 Minuten in der ersten Halbzeit. Aber auch das reicht. Von Balmos hat ihn. Ja. St. Gallen wieder mal die stärkere Mannschaft. Aber die Chancenauswertung ist gleich 0. Cambieri und Van Balmus von einem Eck ins andere gehüpft. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Nuhu mit dem direkten Freistoß. Tor. War das echt das erste Tor von Nuhu in der Saison? Wahnsinn. Kann man gar nicht glauben. Fernando, Jenny und Mark Jenny macht das 2:1. Das ist alles wohlgemerkt noch in der ersten Halbzeit. Boys, Cambieri, Bam. Ding das drin. Ding das drin. Geiler Spruch. Drin das Ding, wollte ich sagen. Ja, aber wird wegen Foul nicht gegeben. So ist es. 2:1. Immer noch in der ersten Halbzeit. IB greift an, aber das war nichts. Musanuhu nochmal. In der 40. Minute Freistoß. Ball nach vorne auf Serrano. Serrano sieht Cambieri. Der sieht Boys und ja, Boys. Leider nein. Musanuhu. Nochmal eine Ecke. Boys, aber jetzt würde ich gerade sagen, nein, er verzieht wieder. 45 Minuten rum, wir dürfen nochmal vor dem Abpfiff dürfen wir noch einmal angreifen. Rios, Strafraumgrenze auf Cambieri, der auf Babic. Babic versenkt das Ding, es steht 3:1, das kann uns auch keiner nehmen. Ja, und nach dem
Anpfiff nach dem Treffer. Die Young Boys verlieren den Ball und wie wieder im Angriff kam Beri und das war's. Jetzt wird's abgepfiffen, genau. Es geht zum Pausentee. Schön, wie sie alle jetzt Punkte haben. Grenier mit Note 3, Pizzuto mit Note 5. Da könnte man mal sagen, ey Pizzuto, das kannst du besser. Er meint, dass wir untertreiben. Das ist so. Tun wir. Abseits von Grenier. Oder heißt das Lachs oder Lox? Ich weiß es nicht. Mata steht da. Gibt auf Camberi zurück. Der dribbelt nach vorne. Direkt vorm Strafraum denkt er sich, ja, ich zieh mal ab. Macht sein Tor. 4:1. Gegen IB wohlgemerkt. Die hinter uns liegen auf Platz 3. Babic. Camberi an den Innenpfosten. Da könnte der VAR ja auch mal prüfen, ob der drin war. So, 70 Minuten rum. Nochmal St. Gallen. Nuhu, Maldonado. Grenier. Grenier auf Mata. Mata auf Rios. Ball geht auf Ribeiro. Vena. Kimeno wieder im Spiel. Ja, den hätte ich auch mal wieder ein Tor gegönnt, aber es soll nicht sein. 4:1. Ecke Musa Nuhu. Kurz vor Ende des Spiels kommt St. Gallen nochmal und will den Jungs aus der Anzeigen des Landes. Aber 4:1 ist auch genug. Und damit sind wir Zweiter, haben 45 Punkte. Basel hat 47 Punkte. Es wird wieder eine knappe Saison. Es ist, wie es ist. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. IB hinter uns mit 41 Punkten, wir 45 und dann Basel 47 Punkte. Gegen Basel spielen wir ja auch noch. Wird sicherlich noch lustig. Deportes Universitario, die hätten uns gerne, aber ich möchte sie nicht. Schön, dass die holländische Liga jetzt auch nach oben geht, das finde ich gut. Das heißt, wenn wir den Spielermarkt sondieren, was wir hier tun, dann kriegen wir mehr Angebote aus anderen Ländern, wenn wir uns einen Spieler suchen möchten. Und das ist gut so. So, neue Stufe, Silber 3 für Patrick Sutter. Mit 7,7 ist der 28-Jährige jetzt nicht der beste Spieler, aber auch nicht der schlechteste. Linksaußen Sturm. So, jetzt kommt das Rückspiel gegen Emmen. Und hier müssten wir müssten hier mindestens 3:0 gewinnen, um weiterzukommen. Ach ja, und dann geht's gegen Neuchâtel. Es wäre schön, wenn wir das noch schaffen. Ich habe starke Zweifel daran. Aber hey, St. Gallen ist zu Hause stark. Und das ist so. Was machen wir? Lasst uns mal ganz kurz noch in die Jugend gucken. Und wann sind denn unsere Leute so weit, dass wir sagen könnten, hey, ihr seid die geilen Leute. Ich möchte denen gerne einen Vertrag geben. Der ist 17, der darf doch hundertprozentig schon spielen. Oder nicht? 17 Jahre. Ich würde den gerne einfach mal aufnehmen. Habt ihr gesehen, wie stark der ist? Das ist ein Megatalent. Der kann rechtes Mittelfeld, hängende Spitze spielen und ist ein Rechtsaußenstürmer. Was will man mehr? Ich würde den gern haben. Das heißt, nächste Saison kommt er nach oben. Das heißt, er wechselt dann. Den Namen sollten wir uns auf alle Fälle merken. Heini ist sein Spitzname. Ja, den haben wir ja neu kreiert, glaube ich, letzte Saison. Oder war es diese Saison? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal. So, hier gibt es eigentlich nur Patrick Sutter, wo ich sagen würde, den könnte man auch in die erste Mannschaft nehmen. Talent, der auch noch Anführer ist, aber er ist halt einfach zu alt. Tja, und hier, wie gesagt, haben wir auch genug, die weg müssten. Das heißt, wir könnten, ich bin immer noch von Van der Werf überzeugt. Die sind alle auf der Transferliste. Ja, ja. So, was läuft denn noch aus? Es läuft auf alle Fälle Karaca Erguin aus. Wenn wir hier nichts machen. Okay. Wir trainieren Pressing, das ist gut.
Pressing kann man immer brauchen. So, und jetzt drücken wir alle mal die Daumen gegen den FC Emmen zu Hause. Ich würde sagen, wir müssen das gewinnen. Das heißt, das würde ich nicht nur sagen, das ist so. Müssen wir wirklich. So, liebe Lara, lass uns mal das Team bilden. Wir sind viel zu schwach. Viel zu schwach. Aber ja. Vorsichtig, offensiv, kontrolliert, variabel. Alles das ist wie gehabt. Die Dribblings ein bisschen runter. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir Glück. Wir wissen es einfach nicht. So, Vulic. Vulic, Vulic, Vulic. Das wäre er hier. Wir gehen erstmal auf beide Stürmer. Dann auf Vulic. Ich würde sagen, es zählt heute nur diese eine Aufgabe. Das ist so. Wir würden einen Aktionspunkt einsetzen. Ich will heute sehen, eure Eltern wären heute stolz auf euch. Das ist so. 5 Punkte. Habe ich ihn jetzt eingesetzt? Ja, habe ich. Okay. 20.000 extra und einen trainingsfreien Tag. Was soll ich sonst noch sagen? Ich könnte noch Straftraining androhen, das will ich aber nicht. Lasst uns einfach mal gucken, was jetzt passiert. Schön wär's, wir greifen schon mal an. Also die Spieler wissen schon mal, dass das ein wichtiges Spiel ist. Grenier, Vargas, schön nach außen gespielt. Ball kommt nach innen aus auf Cambieri, der macht das Tor, sehr schön. Das heißt, wir führen schon mal 1:0. 5 Minuten. Die nächste Chance über Nohu. Serrano, der auf Vargas. Und Vargas kann das auch. Carlos Vargas mit dem 2:0. Wird so bleiben, würden wir in die Verlängerung gehen. Wird aber nicht so bleiben. Chen hat den Ball. Wir greifen nochmal an. Musa Nohu. Grenier. Serrano. Der läuft, läuft, läuft. Ist im 16er. Und hätte er noch lieber in die Mitte abgeben sollen. Gelbe Karte für Sergio Pena. Oder heißt der Pena? Naja, Vargas, Grenier, Nuhu, Nuhu auf Babic, wieder nach außen auf Rios, Mata, Cambieri, da ist Babic, der kann das eigentlich. Freistoß, Musa, Nuhu. Bin ein bisschen nervös, ich möchte nicht unbedingt in die Verlängerung. Martirena vorbei. Bis jetzt würde es auf die Verlängerung hinauslaufen, außer Emmen kommt nochmal und macht was. Wir hoffen es ja mal nicht. Schön, vorbei. Nochmal St. Gallen über Boys. Boys auf, ja, aber Arujo hat den Ball. Abseits Rojas. Nochmal Emmen. Emmen wird langsam wach. Wir haben also umgestellt und da steht Vulic da und hat das Ding einfach mal aus, keine Ahnung, für 100 Meter weggehämmert. Naja, zum Glück zählen die Auswärtstorregeln nicht mehr. Cambieri, Babic, knapp vorbei. Wir werden noch nicht nervös werden. Eieieiei, Leute, 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 nochmal Emmen. Wir wollen das bitte nicht. Wir wollen das nicht. Es hat so schön ausgesehen. Chen ist da. Sehr schön. Freistoß Musanu. 3-1 Führung vor der Halbzeit. Wäre schön. Auf Rios. Rios auf Cambieri. Der auf Serrano. Und der in die Wolken. Über die Wolken. So, wir brauchen wohl ein bisschen extra Motivation. Herrschaften, ich sag's wie es ist. An die Spitze kommt man nicht zufällig. Wer nicht bereit ist, alles aus sich herauszuholen, und ich meine wirklich alles, wurscht ob am Platz oder beim Nasenbohren, dann möchte ich nach dem Spiel nicht die Kommentare auf unserer Vereinsseite lesen müssen. Ja, was soll ich sagen? Wir werden das so versuchen. Ich würde gerne den Leuten auch noch was mitgeben irgendwie. Lass mich mal gerade was gucken.
Ich würde gerne ein paar Spielern sagen, dass sie scheiße sind, aber ich mache das lieber nicht. Deswegen würde ich sagen, sagen wir mal Kamberi. Florian Kamberi, du spielst super. Dann Nuhu, würde ich sagen, du kannst das besser. So, dann die kontrollierte Offensive ist eigentlich okay, aber wir müssen jetzt direkt einen Angriffsfußball spielen. Extrem. Sehr offensiv, äußerst offensiv. Ich weiß, es kann nach hinten losgehen. Aber rein theoretisch muss was passieren. Es muss was passieren. Das ist so. Das ist wirklich so. So, lass uns nochmal auf die Taktik gucken. So, verschafft euch Respekt. Das machen wir auch. Okay. Dann schauen wir mal. Musa Nuhu mit dem Freistoß. Bam. Wir spielen jetzt härter, das ist so. St. Gallen greift an über Vargas. Grenier. 2-1 hilft uns nicht. Wir müssen mindestens noch 2 Tore schießen. 1 bis zur Verlängerung. Tja, Emmen ist da, das ist so. Extrem offensiv. Was anderes können wir nicht machen. Wir können einfach nur hoffen, dass jetzt noch ein Wunder passiert. Ich weiß, unsere Jungs können das. Da ist Kamberi. Pfosten. Schade. Der Ball ist noch da, aber Mus hat ihn. Ecke Musa Nuhu. Kamberi. Wieder vorbei. Ja, das wird's gewesen sein. Emmen ist da. Emmen hat es verdient. Wer gegen uns so hoch gewinnt, 2-0 zu Hause und ja, wer weiß, was da jetzt noch kommen wird. Der hat es auch verdient, in der Europa Liga weiterzukommen. Wir jedenfalls nicht. Boris Babic. Einfach mal direkt. Jetzt steht es 3-3. Das heißt, wir müssten noch 2 Tore machen, um eine Verlängerung zu erzwingen, wird aber wohl nichts werden, weil Jackson Muleka das 4-3 macht. Ja, wir laufen immer nur hinterher. Da kannst du nichts machen. Komm, pfeif ab. Raus aus dem Europapokal, aber weit gekommen. Gruppenphase als erster überstanden. Und dann halt raus, aber das ist gut, ich bin zufrieden. Vielleicht schießen wir jetzt noch den Ausgleich, genau das machen wir, Ken Mata. Aber trotzdem noch 2 Tore, das wird knapp. Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Nochmal Freistoß, okay. Loom. Nicht wie die Videokonferenz, also Chancen hatten wir genug. Wir hätten das Ding locker gewinnen können. Ich weiß nicht, warum wir es nicht haben. Aber ja, so ist es halt. Wer seine Chancen nicht nutzt. Seht ihr das? Ich meine, das ist... als ob das Spiel will, dass wir weiterkommen. Oder auch nicht. Jetzt ist aus. Ja. Wir hatten in den letzten 3 Minuten noch 8 Chancen. Wisst ihr, was das heißt? Das ist nicht normal. Naja. Raus aus dem Europapokal. Aber schön gespielt haben wir trotzdem. 5,8 Millionen Franken haben wir eingenommen. Der Verein hat für sein Land insgesamt 4,00 Punkte für die 5-Jahres-Wertung geholt. Und in der Kalkulation hatten sie nur mit 430.000 geplant. Also passt das schon. Das heißt, wir kümmern uns jetzt wieder um die Liga und um den Pokal. Es sind auch noch ein paar Spieltage und das ist gut. Aber wir nehmen noch das Spiel gegen Chamax mit. Und dann ist dieses Let's Play Nummer 80, wenn ich mich nicht täusche, auch schon vorbei.
Schön spannend ist es hier. Schön spannend. 92, 84. Ja, da kannst du nur voll offensiv gehen. Alles andere ist gut, wie es ist. Ich brauche da gar nicht so viel umstellen. Ihr seht das ja selber. So. Gibt keinen trainingsfreien Tag, auch nicht gegen Neuchâtel, niemals nicht. Das muss ein Sieg sein. Gelbe Karte, Denil Maldonado. Minuten rum, St. Gallen greift an. Caraccia, Pizzuto, Mata, Grenier, Babic, Camberi. Und da war Kurko da und hat den Ball gehabt. Wir greifen nochmal an. Rios, Pizzuto, Babic, Camberi, drin das Ding. Wunderschön. Tja, Tabellenerster, wenn Basel nicht noch gewinnt. 45 Minuten rum. So, Morgan Boyce ist verletzt. Oh, oh. Oh, 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 oh. Aber wir können ihn gut ersetzen, das passt. Nochmal St. Gallen, Maldonado, Mata, Rios, Caraccia, Pizzuto. Wie kannst du nur? So, wir wechseln. Vargas drin, Sifama drin. Musano mit dem Freistoß. Schöner hoher Ball, da steht Wehner, der könnte abziehen, tut's aber nicht. Er gibt den Ball an Kelezo, Sifama weiter. Der sein erstes Tor macht, wird wohl im Abseits gestanden sein, oder? Ja, deutet zur Mitte, es steht 2-0. Sehr schön. Und es gibt noch die gelb-rote Karte gegen Maldonado. Ja, das passiert. Das passiert. Die eine Minute wird wohl nichts mehr passieren. Schön. Das wird es dann wohl gewesen sein. Was soll ich sagen? So, wir sind Erster. 48 Punkte. Sehr schön. Das heißt, die Meisterschaft, da sehen wir ja schon mal gut aus. Das sehen wir ja schon mal gut aus. St. Gallen ist Erster. Und ich würde sagen, das war's für dieses Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich kann euch nur das Allerbeste wünschen und wir sehen uns auf alle Fälle beim nächsten Let's Play. Ken Mata, unser neuer Mann, übrigens hier noch Rookie des Monats, 40%, das heißt ein Stufenfortschritt. Schön, da hat sich der Neukauf ja doch noch gelohnt. 9,9 offensiver Mittelfeldspieler, 19 Jahre, was wollen wir mehr? So, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Für euch am Mikro war der Frank.